geht's da jetzt wieder hin. Brauchst du noch eine nette Elf? Und gleich den nächsten Nebenauftrag. Ich glaube, ihr seid ihr jetzt hier. Der Kommandant hat's auf uns abgesehen. Wo ist dein vorgesetzter Offizier, Träger? Weißt du nicht, dass das Übungsgelände nur für echte Soldaten ist? Hast du dich verlaufen? Junge, die kaiserliche Garde braucht deinesgleichen nicht. Geh zurück zur Infanterie, wo du hingehörst. Ich bin gleich wieder weg. Ich fass es ja nicht. Sieh dir die Brosche von dem Mistkerl an. Deshalb stolziert er hier rum, als würde ihm der Laden gehören. Als wir Schutz angeboten haben, hat sie gelacht. Dieser Arsch soll mehr drauf haben als die Elite des Kaisers. Das lässt sich doch sicher schnell herausfinden. Gerne. Wie sieht's aus, Träger? Zeig uns, warum du die Brosche trägst. Lieber nicht. Verständlich. Nur ritterlich, wie wir nun mal sind, müssen wir sicherstellen, dass die Madame gut aufgehoben ist. Ach, na kommt, Leute. Gut, wenn ihr unbedingt wollt. Oh, nur damit du es weißt. Ich halte mich nicht zurück und du solltest es auch nicht. Bereite dich ruhig vor, falls nötig. Nicht, dass du nachher heulst, es wäre Schiebung gewesen. Glaub mir, mein Freund, hier werde ich sowas von Scheitel ziehen. Na komm. So, dann wollen wir uns mal ein Bild von dir machen. Wenn du darauf bestehst. Arroganter Bastard. Also gut, dann mal los. So, mein Freund. Das wird sicherlich sehr schnell vorbei sein. Vogel. Oh, wenn du dich bei deinem Frauchen ausweinst, sag ihr, dass Leon dich so zugerichtet hat. Du kannst ruhig mit schmutzigen Tricks kämpfen, Träger. Du weißt also, wo man ist. Digga, was war das denn, du Wurst, ey? Scheiße. Was soll der Quatsch, Leon? Ah, er ist also nicht so schlapp, wie er aussieht. Gut. Das war so richtiger Lappen, ey. Also. Hoch das Schwert! Lass uns Spaß haben, ja? Was findet die Madame überhaupt an einem Träger? Ich weiß zum Beispiel, wann ich den Mund halten muss. Oh, Freund, Alter, dir verpasse ich jetzt auch die volle Breitseite. Du hast Potenzial, das gebe ich zu. Ey, ihr seid so, solche Flaschen, guck mal, da fliegt er. Da fliegt er, was ein Bild, ey. Geil. Das war ja auch wirklich einmal hoch 1000. War's das jetzt? Gregors Galle! Der Bastard schwitzt nicht mal! Danke dir. Brosche hin oder her, er ist ein Träger. Der Kommandant darf nichts hiervon erfahren. Nicht nach der Schelte wegen der verpassten Drills. Vielleicht hatte er ja auch recht. Ich gehe dann mal. Ja, gut, dass wir dich los sind. Immerhin wissen wir, dass die Madame sicher ist. Eine Bitte. Falls sie fragt, sag ihr, dass wir uns gut geschlagen haben, hm? Sehr schön. So, da ist auch ein Auftrag. Was macht einer von denen auf dieser Seite? Entschuldigung, warte mal. Du da mit dem Schwert. Ich komme nicht umhin zu bemerken, dass du die Brosche trägst. Du bist also ein Kompagnon der Madame. Dürfte ich dich um Unterstützung bitten?
Du wirst auch angemessen belohnt. Na sicher, mein Freund. Und wen genau würde ich unterstützen? Oh, verzeih mir. Ich bin Etienne, ein bescheidener Händler. Doch glücklich genug, die Madame zu meinen Freunden zählen zu dürfen. Außerhalb der Mauern warten Geschäfte, doch die Wachen sind misstrauisch geworden, was mein Kommen und Gehen betrifft. Ich hatte gehofft, dass jemand anderes an meiner Stelle gehen könnte. Und wer wäre dafür besser geeignet als ein Vertrauter der Madame? Wärst du bereit, einem Mitmenschen in seiner Not zu helfen? Selbstverständlich. Warum nicht? Wundervoll. Die Aufgabe ist ganz einfach. Passiere das Tor und liefere Pakete an einige meiner treuesten Kunden aus. Genau gesagt an drei. Ein Krämer, ein Kräuterkenner und eine Brennerin. Erwähne einfach nur, die Päckchen sind frisch vom Teller des Hausherrn. Okay. Irgendwas Gefährliches? Was? Aber nicht doch. Nur etwas, das so mancher jenseits der Mauer nur allzu gerne in die Finger bekommen würde. Ich kann dich zwar nicht daran hindern, hineinzusehen, aber bitte, tu es nicht. Wirklich nicht. Heiße Ware. Dann wollen wir mal Logi-Logi machen. Ich hab dich lange nicht im Schleier gesehen. So. Erstmal dahin. Keiner passiert das Tor, solange nicht. Oh, wie bekommen Sie diese Farbe? Hier gibt's nichts für deine Sorte, Träger. Verschwinde. Husch. Ich habe eine Lieferung von Etienne. Frisch vom Teller des Hausherrn. Faires Päckchen. Warum sagst du das nicht gleich? Die Zeiten sind hart. Dieses Päckchen wird das ändern. Zumindest eine Weile. Entschuldige die Begrüßung. Nichts Persönliches. Warte kurz hier. Hier. Kannst Etienne sagen, ich stehe zu meinem Wort. Parfum. Oriflams Bestes. Wie versprochen. Ich mache keine Geschäfte mit Trägern. Ja, machen wir die Augen auf. Das ist schade. Ich habe ein Päckchen. Frisch vom Teller des Hausherrn. Ich kenne dich nicht. Wo steckt der Händler, Etienne? Irgendwo, wo ihn die Torwachen nicht wegen seiner Geschäfte behelligen. Schön. Gib mir die Ware und verschwinde. Sie alle so unhöflich sind, ne? Meine Fresse. Das ist leichter als sonst. Träger, wenn ich rausfinde, dass du mich betrügst. Ich nehme es gern zurück. Das tust du sicher nicht. Dein Herr sollte dir die freche Zunge abschneiden. Wenn du jemand anderem dienen würdest, wärst du längst in Ketten. Hier. Nimm das und geh mir aus den Augen. Was ein Hurensohn, ey. Zigarren. Diese Zigarren sind mehr wert als dein Leben. Sei vorsichtig. Er denkt auch, er ist es. Was ist noch gleich in den Pasteten drin? Ich warne dich. Trägern verkaufe ich nichts. Ob du zahlst oder nicht. Wo steckt dein Herr? Etienne schickt mich. Er hat einen eigenen Träger. Muss ja gut laufen bei ihm. Also gut, beeil dich, bevor die Wachen was merken. Das nimmt mir eine Last von den Schultern. Und das ist für Etienne. Na, guck mal. Dann haben wir das auch geregelt. Das für Schnaps. Nicht so ein Fusel.
Vom Allerfeinsten, sorgfältig destilliert für meine besten Kunden. Finden die Wachen den, bist du ihn sofort los. Versteck ihn gut, hörst du? Wenn er Etienne schmeckt, sag ihm, dass er mehr bekommen kann. Nicht umsonst, natürlich. Natürlich. Parfum, Zigarren und Schnaps. Da ist jemand anspruchsvoll. Die Frage ist, wofür bekommt man diesen Luxus? Es gibt wohl nur einen Weg, das rauszufinden. Ja, wir fragen. Das war's für heute. Ja, Papierchen und dann in den Schleier, ja genau. Erstmal Mut anträgen und dann in Puffbomben gehen, Alter. Das sind die Besten. Ah, du bist zurück. Und nicht mit leeren Händen. Entzückend. Madame wird zufrieden sein. Wenn du meinst, wäre sie auch zufrieden, wenn sie wüsste, was du dafür eingetauscht hast? Du meinst die Kristalle? Sprich es ruhig laut aus. Warum hast du es mir nicht gesagt? Einem ehrlichen Menschen sind Lügen wie Fesseln an den Fußgelenken. Ich konnte nicht riskieren, dass du vor den Wachen ins Stolpern kommst. Schließlich kennen wir beide die Strafe, die auf den Handel mit Kristallen steht. Und sollten sie auch noch so winzig sein. Du hast nicht gewusst, was für dich auf dem Spiel stand, und vermutlich ist genau deshalb auch alles glatt gegangen. Doch trotz dieses erheblichen Risikos geben unsere Freunde gerne ihre wertvollsten Waren her, um ein paar mickrige Stückchen zu ergattern. Ich wusste nicht, dass Kristalle hier so rar sind. Rar wie Chocobo-Zähne. Daher gibt es selbst für die kleinsten Splitter einen florierenden Markt. Findest du es niederträchtig, die Bedürftigen auszunutzen? Ich glaube, du tust, was du glaubst, tun zu müssen. In der Tat. Und ich denke, Madame sieht das genauso. Dein Lohn für deine gute Arbeit. Ich habe die Ware, die ich beschaffen sollte, und die Wachen sind ahnungslos. Ich danke dir. Auch unsere gemeinsame Bekannte wird dir danken, wenn sie davon erfährt. Sieh mal an. Auftrag abgeschlossen. Wieder ein Taui. Geil. 22.500 Gil. Sehr vernünftig. Hier geht's immer besser. All gut. Speichern hier. Ja, und selbst, ja, bisschen zerknittert von gestern. Seit der Bellenushöhe ist Beinfest war gut. Abgehört, du hast beim Würfeln gewonnen. Ich suche einen Mann mit einer Narbe überm Auge. Zum Vögeln oder was? Sieht das hier aus wie ein Bordell, Träger? Verpiss dich! Digga. Still, du Esel! Siehst du nicht die Brosche? Ein Wort von dem reicht und der Schleier ist für uns gestorben. Es gibt nur einen Soldaten mit so einer Narbe bei uns. Sein Name ist Yannick. Ich habe ihn aber eine Weile nicht gesehen. Ja, er meinte, er will nach Moor. Er ist vor ein paar Tagen aufgebrochen. Er wollte dort wohl einen Händler treffen. Madame dankt euch. Moor ist das letzte Dorf vor Oriflam. Ich sag besser Isabel Bescheid. Ja, das machen wir mal. Clive, hast du gute Nachrichten für mich? Das bleibt abzuwarten. Hätte Tatjen mir das doch gesagt. Dieser Yannick. Die Soldaten meinten, dass er in Moor sein könnte. Angeblich wollte er dorthin, um einen Händler zu treffen. Fragt sich, warum er nicht zurückgekommen ist. Und deshalb willst du vermutlich nach Moor, um das herauszufinden. Soll ich das etwa nicht? Doch, natürlich. Ich sorge mich allerdings, was dich dort erwarten könnte. Die Menschen in Moor sind recht engstirnig.
Auf Träger sind sie nicht gut zu sprechen. Solltest du ihnen auffallen, werden sie dich ohne Zögern ausliefern. Doch mir ist dort jemand einen Gefallen schuldig. Mehr als nur einen. Sein Name ist Bertrand. Er arbeitet bei den Ställen. Sag ihm, ich schicke dich. Gut, ich komme so schnell wie möglich zurück. Alles klar, auf nach Mur. Was wohl ich das denn? Oh! Ganz da hinten. Oh, na super. Dann wollen wir mal. Was macht einer von denen auf dieser... So, dann... Oriflamme, wie viele Träger schuften, um deine Kornspeicher zu füllen? Alter, ist aber auch riesig, ne? Ein paar Chocobo. Junge. Wollen wir mal gucken, was es da so gibt. Der Chocobo da, der ist auf jeden Fall aggressiv. So. Komm mal, was willst du, Alter? Bist du nicht mehr ganz frisch im Kopf oder was? Hier im Puff. Was ist da hinten denn? Das Voltura. Zeig's ihm, Große. Und rauf damit. Ja, gar nichts gemacht. Nice. Ein kaiserlicher Wachturm. Sollten wir uns ansehen. Aha. Halt! Stehen bleiben! Ja, kommt mal her hier, Freunde. Perfektes Torgeil-Timing. Das war's. Komm her, ja. Gut, die haben wir platt gemacht. Mondschärpe. Oh, die ist sogar besser. Schön. Noch ein paar Chocobos wegknallen hier. Also noch bald Stufe weiter. So, komm her. Ja.
Weg damit! Das lässt du wohl sein, du. Kleiner Vogel. Sauber. So, die können wir auch noch kalt machen hier. Sauber. Und nur noch den hier. Da haben wir's. Sehr gut. Wieder ein paar Nebenaufgaben hier. Nehmen wir alles an. Du bist spät. Spät wofür? Haben Sie es dir nicht gesagt? Eine wilde Bestie will meinen Jungen fressen. Los, steh hier nicht rum und gaff blöd. Rette ihn! Na gut, wo ist er? Oh, zur Abwechslung ein Träger mit Mumm in den Knochen. Ja, sicher. Interessant. Er ist da drüben, an der Küste. Los, geh und töte die Bestie. Alles klar. Was auch immer das für eine Bestie sein soll. Dafür, dass sein Sohn in Lebensgefahr ist, wirkt er erstaunlich ruhig. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich muss aufpassen. Der Wolf, er will mich fressen. Das werde ich verhindern. Zur Seite. Ich erledige das. Den haben wir weggehauen. Aber so richtig saftig. Nein, du solltest ihn nicht töten, sondern eher dich. Vater wird dich auspeitschen. Träger dürfen nicht gewinnen. Was soll das? Warst du überhaupt nicht in Gefahr? Du wagst es zu reden? Was ist nun für ein kleiner Wichser? Guck mich nicht so an. Es ist nur ein Spiel. Ein Spiel? Sei endlich still, wenn Vater das hört. Ey, was ist er denn für ein kleiner Penner? Den Wolf habe ich getötet. Aber die Gefahr ist jemand anders. Dieses Treiben muss aufhören, bevor es nochmal geschieht. Alter, was ist er denn für ein... Hoffentlich können wir den Bagger fertig machen. Schlachtest du unser Haustier ab? Vor den Augen meines Sohnes? Und dann wagst du's hier wie ein Gockel herumzustolzieren? Der Wolf war abgerichtet. Und gehorsamer als du, dreckiger Sklave. Halt dein Maul, du Wichser. Du solltest unserer Unterhaltung dienen. Und wir sind alles andere als amüsiert, wie du siehst. Ich auch nicht. Für den Spaß wirst du bezahlen. Da! Ich sag's doch, er redet! Schon wieder! Bestraf ihn, Vater! Warte! Wer bist du, Träger? Sprich! Du bist nicht der vom Markt? Nun, dein Ungehorsam wird nicht von ungefähr kommen. Los! Bring sofort deinen erbärmlichen Besitzer hierher! Was antwortest du? Oh. Der erbärmliche Besitzer bin ich, ja. Der erbärmliche Besitzer bin ich.
Ich bin mein eigener Herr. Ich gehöre niemandem. Und ich gehorche niemandem. Richtig. Lügner! Ich sehe doch das Brandmal. Wertloser Sklave! Halt den Mund und hört zu. Ihr habt Menschen getötet. Diese Träger fühlten Angst und Schmerz, genau wie ihr. Und wenn ihr nicht so enden wollt wie eure Opfer, dann tut ihr nie wieder so etwas Grausames. Habt ihr das verstanden? Vater, ich hab Angst. Du wagst es, uns zu drohen? Du wagst es? Wir kaufen einen neuen Wolf, einen größeren, stärkeren. Natürlich, mein Sohn. Ich lass uns im Dorf einen neuen holen. Und der wird diesen dreckigen Träger in Stücke reißen, bis er verblutet. Alter, was ein elendiger Bastard. Piss dich einfach. Unverbesserlich. Aber ich kann die Träger nicht da liegen lassen. Sie verdienen ein Begräbnis. Das ist das Mindeste. Gut. Wie viele Träger mussten für das Spiel dieses Verrückten sterben? So. Starten wir die noch eben. Da waren auch noch Kinder. Mehr Opfer ihrer adligen Spiele. Du musst Clive sein. Woher kennst du meinen Namen? Madame. Ich arbeite für sie. Wie du. Das Begraben der Toten wird nie leichter. Bist du dafür hierher gekommen? Ich soll gefallene Träger vor den Krähen bewahren. Hilfst du mir? Wo du schon hier bist? Gern. Bestatten wir sie. Gut. Mach das dann nochmal. Dann ist auch gut. Mögen sie endlich Frieden finden. Den Wolf des Adligen hast du erschlagen? Hab ich. Aber ich fürchte, er kauft schon bald einen neuen. Und dann sterben noch mehr Träger. Wie können sie uns nur ohne Reue in den Tod schicken? Du weißt, für sie seid ihr nur Dinge. Werkzeuge, die man benutzt. Oder Spielzeuge. Und wenn einer stirbt, kauft man einen neuen. Doch so ein Verhalten bleibt nicht immer ungestraft. Vater! Vater! Jawohl! Hast du das getan? Ich nein. Ich nein. Wölfe töten. Es ist Instinkt. Wenn du einen ins Haus holst, reißt er dir irgendwann die Kehle raus. So wie Träger. Selbst in Ketten haben sie Zähne. Was werden die Leute wohl tun, wenn sie endlich zurückbeißen? 2 mordende Unmenschen weniger. Kein Verlust also. Danke. Für die Hilfe. Korrekter Dusch. Korrekter Dusch. Nicht. Nimm schon. Als Anzahlung für unser nächstes Treffen. Sehr schön. Bis dann. Auftrag abgeschlossen. Geil. So. Das soll es dann gewesen sein. Jetzt können wir erstmal gucken. Sieht man da vielleicht sogar noch die Leiche oder so von denen? Das wäre cool. Na, nur die Blutflecken. Vernünftig. Das gefällt mir. So, was hast du auf dem Herzen? Retter Not hilft. Lisette. Hast du meine kleine Chloe
sie aus ihrem Käfig gelassen, damit sie ein bisschen rumrennen kann. Aber sie kommt einfach nicht zurück. Ob sie sich verlaufen hat? Kannst du bitte nach ihr suchen? Sicher. Ich kann dir leider nichts versprechen, aber ich halte gern Ausschau nach deinem Hund. Wie sieht er denn aus? Chloe ist doch kein Hund. Sie hat wunderschönes weißes Haar. Wenn ich traurig bin, tröstet sie mich. Und sie kann ganz viele Kunststücke. Sie läuft gerne durch die Weizenfelder. Ich soll sie eigentlich nicht rauslassen, aber bis jetzt ist sie immer zurückgekommen. Bestimmt hat sie Hunger. Sie hat seit gestern nichts gegessen. Es ist doch meine Aufgabe, sie zu füttern. Wenn das so ist, dann mache ich mich besser schnell auf die Suche, ja? Alles klar. Die Felder sind sehr weitläufig. Aber vielleicht hat ja jemand Chloe gesehen. Fragen wir mal nach. Hier, du da. Sind das deine Felder? Vielleicht kannst du mir helfen. Puh, du bist wohl nicht von hier, was? Anders lässt sich deine Unverschämtheit nicht erklären. Warum sollte ich einem Träger helfen, hm? Weil es nicht für mich, sondern für das kleine Mädchen aus dem Dorf ist. Ich soll für sie nach Chloe suchen. Ach, du meinst sicher Lisette, die und ihre widerliche Flohschleuder. Ich habe sie zuletzt an der Windmühle rumschnüffeln sehen. Mittlerweile sollte das Mädchen wirklich alt genug sein, um zu wissen, dass sie nicht von der Kette lassen darf. Hä, was ist das denn jetzt für ein Viech? Also zur Windmühle. Ja, verschwinde. Ich will hier keine fremden Träger. Ja, halt die Fresse, alte Schlampe, Alter. Was willst du eigentlich? Fängst hier gleich eine, ey. Das kann ich ja richtig haben, ne? Den ganzen Tag mich hier voll quatschen lassen, ey. Chloe? Also, weiß bist du jedenfalls nicht. Dann bist du wohl nicht Chloe. Ich glaube auch nicht. Ist das? Da liegt doch jemand auf dem Boden. Ich gehe mal etwas näher ran. Jetzt los. Eine Trägerin. Chloe, da bist du ja. Ich hab dich gerufen. Was? Steh auf, du hast jetzt genug geschlafen. Wir müssen nach Hause. Chloe? Alter, was ein verkorkstes Dorf, ehrlich. Bist du etwa schon ein Stein geworden? Ich hab dich doch nur ganz wenig Kunststücke machen lassen. Dabei hatte ich dich am liebsten. Die anderen Chloes hatten nicht so schönes Haar. Bestimmt dauert es ewig, bis Papa mir eine neue gibt. Ich krieg sie ja erst, wenn sie zu müde zum Arbeiten sind. Sie war also nicht mehr als ein Spielzeug für dich? Bist du gar nicht traurig, dass sie tot ist? Sie ist nicht tot, sie ist ein Stein. Der Fluch hat sie zu Stein gemacht. So ist sie gestorben. Und egal, wie vielen anderen du ihren Namen gibst, das bringt sie nicht wieder zurück. Nein, sag doch nicht sowas. Es ist aber die Wahrheit. Hätte sie nicht dieses Brandmal gehabt, wäre sie ein ganz normaler Mensch gewesen. Jemandes Tochter. So wie du. Er hätte eine gelangt, ey. Papa sagt immer, dass Träger keine Familien haben. Sie hatten mal eine. Eltern, die sie weggegeben haben. Geschwister, die sie nie wiedersehen werden. Als ihr Chloe bei euch aufgenommen habt, wurdet ihr ihre Familie. Vergiss das nie. Und vergiss Chloe nie. Ich... Ja, denk mal drüber nach. Rexker. Kannst du keinem erzählen, ey. Chloe. Es tut mir so leid. Wirklich, Chloe. Alter, das ist wirklich so das letzte Drecksdorf, ne? Ich würde die gern alle niedermachen, ey. Was sind ein paar Wölfe? Und schon. Herr!
Voll. Boah, was? Wie wenig ist das jetzt noch? 10 EP bis zur nächsten Stufe. Ich raste durch. Und dann machen wir die da vorne nochmal eben kalt. Dann haben wir's. Oder? Ne, nehmen wir die da. Wir nehmen die hier. Da haben wir eine neue Stufe. Ich werde es kaum durchs Büßertor schaffen, ohne dass mich jemand als Deserteur erkennt. Ja! Geil! Wir werden immer stärker und stärker. Das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Kein Wunder, dass ich mit meiner Einheit nie in Moor war. Wenn man hier Träger so verabscheut, wie Isabel sagt. Bist du Bertrand? Madame schickt mich. Habe ich mir schon gedacht. Ich höre schließlich nur was von ihr, wenn sie was braucht. Na sag schon, worum geht's? Eine ihrer Kurtisanen wird vermisst. Und ich soll sie finden. Ein Soldat, der vielleicht weiß, wo sie ist, soll sich hier in Moor mit einem Händler getroffen haben. Bei uns machen Dutzende Händler auf dem Weg in die Hauptstadt Rast. Aber einer von ihnen hatte vor kurzem Streit mit einem Soldaten. Ist er noch hier? Der Händler? Oh ja. Der sture Bock hat den Soldaten einfach schreien lassen, bis der sein Angebot angenommen hat. Wenn du nach ihm suchst, sei vorsichtig. Hier lässt man einen Träger eher verrecken, als sich die Hände schmutzig zu machen. Daran kann nicht mal Madames Brosche was ändern. Verstanden. Danke für den Hinweis. Habe ich schon mitgekriegt hier. Bei diesen elendigen Wichsern. Nix anfassen, kapiert? Bringst hier gleich. Na schön, Dank auch. Ja. Wir sollten eigentlich erst nächsten Monat neue Träger bekommen. Der wird doch wohl kein dieser... Was willst du, Träger? Wo ist dein Herr? Du legst es wohl darauf an, was? Ich wurde aus Nordstedt geschickt. Auf Geheiß von Madame. Der Name sagt dir was? Wie? Aber selbstverständlich doch. Ich bin Madame treu ergeben. Aha, auf einmal. Und wie kann ich ihr zu Diensten sein? Du wurdest vor ein paar Tagen im Streit mit einem Soldaten gesehen. Er hatte eine Narbe über dem Auge. Ja... Ja, das stimmt. Er hatte einen Kamm und meinte, es sei eine Antiquität. Er wollte ihn bei mir gegen einen neuen tauschen. Aber so alt das Ding auch war, eine Antiquität war das mit Sicherheit nicht, wie ich ihm auch gesagt habe. Allerdings hat er das nicht akzeptiert und wollte mich mit Geschrei einschüchtern, wirklich hartnäckig und stur. Ich habe nicht nachgegeben und als er endlich heiser wurde, hat er schließlich einen neuen Kamm von mir gekauft, wenn auch nur einen billigen. Weißt du, wohin er danach gegangen ist? Nach einem Geschäft ist normalerweise niemand mehr am Plaudern mit mir interessiert. Dieser Mann schon, zu meinem Erstaunen. Er wollte zu den Ruinen, nicht weit von hier. Vielen Dank. Dafür doch nicht. Ich würde alles für Madame tun. Aha. Alles. Sag ihr bitte, dass ich dir weitergeholfen habe, ja? Bitte, mein Freund. Gut, dann wissen wir Bescheid zu den Ruinen. Du kannst dich glücklich schätzen, die Gunst der Madame erworben zu haben. Ja, selbst der Priester. Doch ihr Einfluss schwindet, je weiter du dich von Nordstedt entfernst. Verlass dich also nicht zu sehr darauf. Danke für den Hinweis.
So, dann gehen wir mal. Riechst du auch den Tod hier, Torgal? Machen wir gleich Feierabend. Die sind eine Gefahr für die Dorfbewohner. Aufgedunsener Boll. Nice, Digga. Mit Backflip. Sehr schön. Oh nein. Verdammt. Zwei Leichen. Ein Mann und eine Frau. Die Wölfe waren offenbar hungrig. Doch diese Wunden sind trocken. Okay. Du bist es also. Tatjen. Tatjen, sagst du? Dann ist der Tote neben ihr wohl Yannick. Die Frau, die er jede Nacht besucht hat. Er meinte, sie heißt Tatjen. Du. Bist du mir gefolgt? Warum sollte ich das? Oder hast du irgendwas verbrochen? Nein, ich sollte Yannick finden. Und wie es aussieht, hab ich das. Und ich habe meine Vermisste gefunden. Es war die Eifersucht. Der Gedanke, dass da noch andere waren, hat ihn krank gemacht. Eines Abends trug sie einen Kamm im Haar. Yannick dachte, der wäre von einem anderen. Uns hat er gesagt, dass er den Mann finden und töten will. Wir haben ihn wie immer nicht ernst genommen, aber dann ist er nach Mur aufgebrochen und nicht zurückgekommen. Der Kamm in ihrem Haar. Er war ein Geschenk von Madame. Hätte Yannick doch bloß gefragt. Ja, ne? Kommunikation. Würde er nicht hier draußen verrotten? Ich glaube, er hatte etwas Größeres vor. Er hat ihr den Kamm gestohlen und ihr einen neuen gekauft. Ein Antrag vielleicht. Was? Ein Antrag? Und damit ihr und Madame in Nordstedt leben? Desertieren konnte er ja wohl schlecht. Richte Madame mein Beileid aus. Wenn unsere Männer Yannicks Leiche abholen, sehe ich zu, dass sie Tatjen zum Schleier bringen. Bist du dir sicher? Die Sache lässt sich nicht vertuschen. Also müssen wir versuchen, Madame versöhnlich zu stimmen. Da fällt mir ein. Ich habe sie gerade in Mur gesehen. Erklärst du ihr alles? Ich halte mich da lieber raus. Aber wenigstens mal ein vernünftiger Soldat, der mich nicht gleich wie Dreck behandelt. Ich muss es Isabel sagen. Himmelberger hier. Vielleicht hilft der Kamm ihr wenigstens dabei, Abschied zu nehmen. Sicherheit. Mur. Das ist auch so, einfach so eine Dreckstadt. Ich hasse die Leute hier. Ihr hättet mich doch rufen können, dann hätte... Du hast Mur also überlebt. Deine Gefährten sind in der Zwischenzeit eingetroffen. Sie warten an der kleinen Kapelle oben auf dem Hügel auf dich. Alles klar. Danke, aber... Habt ihr nur dafür den Weg auf euch genommen? Ich wäre ohnehin zu euch gekommen. Dann hast du sie gefunden. Oh nein, meine arme Tatjen. Ja. Dass ein Mann mit Leib und Seele einer Kurtisane verfällt, ist nicht selten. Er ist recht nicht, wenn er jung und fern von seiner Heimat ist. Doch ein gutes Ende nehmen diese Geschichten nie. Der Kamm lag neben Tatjen. Sicher wollte ihn zurück.
Dann nimm mal hin, das Ding. Haben wir das auch erledigt. Ich danke dir, Clive. Ich werde ihn ihr bei der Bestattung beilegen. Auftrag abgeschlossen. 200 Erfahrung. Nice. Das ist eine Menge. Ich muss los. Nein, warte. Ich habe noch etwas für dich. Ein Zeichen meines Danks. Im Schleier kehren auch befehlshabende Offiziere der kaiserlichen Armee regelmäßig ein. Bei einigen lockert sich die Zunge im Laufe der Nacht. Die Legionen bereiten sich auf einen Marsch Richtung Süden vor. Otto hat auch schon davon gesprochen. Ach, sagte Otto auch, dass es um alle Legionen geht? Es handelt sich um kein Gefecht. Ich vermute, dass der Kaiser vorhat, die Hauptstadt aufzugeben. Aber was weiß eine Frau wie ich schon von Politik? Ah, alles klar. Wohl, Clive. Es wird ernst. Danke, Isabel.